Herr Doktor, warum beteiligen Sie sich am Ärztestreik? Weil ich finde, das ist die richtige Zeit, zum was für unsere beziehungsweise für die Gesellschaft zu tun, weil das System, wie sich es eigentlich die letzten Jahrzehnte bewährt hat, über die Niedergelassenen, über den Ansprechpartner, über die Hausärzte, eigentlich vor der Auflösung steht. Die Regierung bzw. die Sozialversicherung sieht das nicht als Qualität an und sieht das nicht als wirtschaftlich an, dass die Patienten Ansprechpartner haben, Vertrauenspersonen haben. Und wollen Billigmedizin institutionalisieren, gegen die wir etwas haben und natürlich auch die Bevölkerung etwas dagegen haben sollte. Und deswegen bin ich da. Frau Doktor, Sie beteiligen sich heute also auch am Ärztestreik. Warum finden Sie, ist das eine wichtige Sache? Weil ich denke, wenn die Gesetzesvorlage so beschlossen wird, wie es derzeit steht, dann wird unser Gesundheitssystem eine große Veränderung erfahren zum Nachteil der Gesamtbevölkerung und vor allen Dingen der Bevölkerung, es wird eine Zwei-Klassen-Medizin geben. Und deswegen stehe ich hier. Und was sind jetzt diese konkreten Punkte, die für Sie von dieser Reform wieder abgeschafft gehören? Hauptsächlich finde ich es nicht richtig, dass Kassenverträge zeitlich gebunden werden. Und diese zeitliche Bindung wird nicht an eine Qualität des Arztes gebunden, sondern daran, wie billig er arbeitet. Herr Doktor, Sie haben uns gerade Wiederbelebungsmaßnahmen demonstriert. Wie wichtig ist das für jeden Vorarlberger? Das ist ganz wichtig, die Ersthilfe, dass es ausgebildet wird, das haben Sie Möglichkeit beim Roten Kreuz überall zu lernen. Wichtig ist, möglichst rasch zu beginnen. Es haben sich seit kurzer Zeit einige Änderungen auch ergeben, dass man sofort mit der Herzmassage beginnt, mit 30 Massagen zu 2 Beatmungen, mit einer Frequenz mindestens von 100. Das hat sich geändert. Ich bringe das heute auch, weil wir im Bregenzer Wald ein Notarztsystem haben, das hausarztbasiert ist. Das heißt, alle Hausärzte sind gleichzeitig im Notarztsystem. Und wir sehen mit den Gesundheitsmaßnahmen, die die Regierung treffen will, eine Gefährdung dieses ortsnahen Systems. Das heißt, Sie demonstrieren heute also nicht nur für sich und für Ihre Kollegen, sondern auch für die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen. So ist es für meine Patienten oder für unsere Patienten, dass hier ein System erhalten werden kann, das die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung weiter zulässt. Das ganze System richtet sich ja darauf aus, dass ein Ambulanzsystem kommt. Hier hat der Patient keine Wahl mehr, den Arzt auszunehmen, den er möchte. Er muss den nehmen, den er bekommt. Es wird eine Gesundheitsfabrikstraße aufgebaut, wo er durchgeschleust wird. Und er hat keine individuelle persönliche Beratung und Betreuung ein ganzes Leben. Wir sehen das Hausarztsystem, die persönliche Betreuung durch die Maßnahmen.